nicht ausweichen. Du kannst stehen bleiben. Alrighty. Wenn du sagst, passt, ich bin ready. Oh, ich bin immer ready. Nice. Das habe ich auch oft gedacht. Und dann bin ich wieder aufgewacht. So, okay, sollen wir hier hinten raus? Ja, hier rechts rum. Also, hier nach vorne? Ja, ja, okay. das ist ja kein Ding. Obwohl du auf dem Parkplatz bist, mach immer diese Show. Genau, dann weiß der Prüfer, er guckt gut, er macht gut. Er weiß, was er macht, er weiß, wo er ist. Genau. Auch hier einfach so langsam, wie du kannst, dass es chillig bleibt. Ein bisschen gerade erstmal, weil sonst. Ja, das ist gut, weil sonst ist der Bordstein hier zu hoch, diese Kante. Juhu! Hey! So, fahren wir direkt geradeaus raus. Immer beim Kreisverkehr, bleib mit den Augen ganz links. Auch für den, also wirklich für den Moment, wo du reinfährst, weil viele kommen immer auf den Keks, gucken vorher. Fahren dann rein und denken so, ja, war ja keiner. Weil das klappt auch in 90% der Fällen, aber in 10% kommt da irgendwer mit dem Motorrad an. Und dann hast du die Arschkarte. Oder so ein TT wie der jetzt hinter dir und die sind halt so im Modus, weißt du? Und die sind schnell. Ja, und dann hast du eine Delle an deinem Auto, ist ja scheiße. Ja gut, die Delle ist mir ist egal. Oh, locker 30. Die Delle ist egal. Mir geht es darum, dass du die Prüfung beim ersten Mal packst. Das wäre auch cool, ja. Ja, die packst du, wenn du mit den Augen quasi links bleibst, wenn du reinfährst. Links fahren wir auch weiter. Mach jetzt schon ruhig stärker bremsen, ruhig erster Gang, bereite jetzt schon alles vor. Genau. Hier ist wieder alles cool. Ne? Versuch immer diesen Schleifpunkt. Also es gibt ja diesen Punkt, wo die beiden zusammenkommen, also Motor und Getriebe. Und wenn du das so machst, also langsamer, dann gehen die beiden so Cappuccino-mäßig ineinander über. Ja. Wenn du es zu schnell machst, dann hast du immer diesen leichten Touch-Effekt. So. Weißt du, was ich ein bisschen abfuck? Die ist nass von den Schuhen, wenn es geregnet hat. Dann mach ich mal eben so und mach mal deine Füße drauf. Ach, wie super. Ich wusste gar nicht, dass die Technologie schon so fortgeschritten ist. Ey. Kupplung durch, genau. Wichtig, nicht schalten. Warte. Roll bis auf die Linie. Erstmal so, dass du auf die Linie. Dass du in der Prüfung nicht auf den Keks kommst, durchzurollen. Dann in Ruhe stoppen. Und so, und jetzt erst 21, Gang. 22, 23. Links fahren wir weiter. Und dann tastest du dich einfach rein. Also ein bisschen schleifen, wieder runterdrücken. Beschleunigt. Dankeschön. Jetzt kannst du auf diesem Stück, wenn du siehst, auch so weit vor Tempomat, dir. Tempomat, ne? Ja, genau. Kannst du ich habe mich schon darauf gefreut heute. Kannst du gerne den Tempomat. Ist schon an oder? Also eingeschaltet ist er, du musst jetzt nur noch aktivieren quasi. Ah, super. Genau. Die Hände nehmen ein bisschen weiter nach unten. Ah, ja. Einfach für den Prüfer, der freut sich dann. Wie war das Sprichwort nochmal? Irgendwie 12 und. Nee, nicht 12. Ja, also. Wie so, was irgendeine Uhrzeit? Manche sagen Viertel vor drei. Hast du so und diese beiden Daumen sollst du so in diese, hier sind so Mulden. Ja, genau. Da so die Daumen schon so ein bisschen rein. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe tatsächlich eine Fahrschülerin gehabt, die ist immer so gefahren in der Prüfung. Das hast du mir schon erzählt, ja. Immer wieder. Also das, und der Prüfer das ist schon echt cool, muss man sagen. Der Prüfer ist irgendwann auch richtig, richtig penetrant geworden. Also nehmen Sie bitte die Hände aus. Und ich kann nicht mehr mit Ihnen weiter. Wir beenden jetzt gleich die Prüfungsfahrt, wenn Sie nicht ordentlich fahren. Ja, das ist scheiße. Ja, tut mir total leid. Das war aber auch als Fahrlehrer in Anführungszeichen mein Fehler, weil ich habe mich darauf verlassen. Sie hatte mal gesagt, Rob, mach dir keine Sorgen, in der Prüfung mache ich das. Ja, und so entstehen Trust Issues einfach. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, okay, dann machen wir das heute jetzt. Genau. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du das unbedingt so willst, weil ich habe ihr das tausendmal gesagt, dann sieht man so, Rob, das ist so anstrengend, ich mache das in der Prüfung. Am Ende ist dein Job, dein Leben so, wenn du willst, dann okay, ich habe es dir tausendmal gesagt. Ja, und dann in der Prüfung hat sie quasi dann dafür die Quittung gekriegt. Hat geklappt, aber... Oh, hast du auch geschafft, sie hat sich hingekriegt. Ja, hat sie hingekriegt, aber es war schon sehr, also der Prüfer hat hart mit ihr diskutiert. Ist das so ein Ding unter Fahrschulen, dass ihr euch alle kennt so? Ey, das sowieso, ja.
weil wir stehen ja auch zu Prüfungen oder sowas, immer alle am TÜV und dann quatscht man immer mit allen oder so. Aber als ich angestellter Fahrlehrer war, da haben mich mehr Leute gemocht. Oh. War das okay, nachdem ich... Hast du jetzt ein paar Enemies so über die Jahre entwickelt? Ja. Ich bin ja ein ganz netter Kerl, aber ich glaube, die haben halt... Das ist einfach wie im Wettbewerb. Ein bisschen Beef, ne? Ein bisschen Drama. Ja, die fanden das damals mit dem Tesla schon nicht cool und dann noch dies und das. Aber hat nicht Fahrschule Europa richtig viele Teslas hier immer rumfahren? Ja, ja. Na, die dürfen das also. Ja, ich glaube, weiß ich nicht. Das ist einfach... Manche Leute mag man, manche nicht. Mhm. Ich versuche da so neutral zu bleiben, wie ich kann. Der Tempomat läuft, das ist gut. Die Fahrstreifenbegrenzung hier nicht überfahren. Ne? So hier jetzt auf dem Schutzstreifen vom Fahrrad geht nicht anders, weil auch so viel Gegenverkehr ist. Pass auch auf ihn auf. Ne? Wenn du irgendwann im Laufe der Zeit hier die Möglichkeit hast, dem Prüfer zu zeigen, dass du verstanden hast, dass man so rüber kann, so. Genau, dann freut der Prüfer sich riesig darüber. Also zum Beispiel... Ja, jetzt ist schwierig, aber ich check, was du meinst. Ich weiß nicht, ob nach dem Postauto jemand kommt, aber guck mal links in die Spiegel, dass dich niemand überholt und dann fährst du jetzt quasi ein bisschen links rüber. Guck mal. Oh ja, dann kommt er wieder. Okay, dann musst du wieder in den Spiegel gucken. Jetzt freut sich mein Prüfer nicht. Genau, aber jetzt wieder aus dem Spiegel gucken und wieder rausgehen. Und wieder reingehen und aus dem Spiegel schauen. Aber dadurch, dass du das machst, sieht der Prüfer, ach, du versuchst das, weil du es verstanden hast. Wenn es nicht geht, egal. Ja. Fahr nicht so wie der Weiße, bleib mittig stehen. Oh ja. Weil es ist nur einspurig hier. Und wenn du so weit rechts rüber fährst, kommen die Leute auf den Keks, sich links neben dich zu stellen. Also fahr ein bisschen links rüber. Ja. So ist gut. Lass die Zeit, nicht zu viel pushen. Mhm. Wir fahren gleich rechts weiter. Hier direkt? Ja, ja. Da, wo der Graue steht. Genau. Kontrollier direkt hinter dir, was abgeht. Mit dem. Mhm. Einfach nur, damit du auch selber weißt, was... Was um mich herum geschieht. Ja. Wohlbar. Weil manche ziehen direkt danach manchmal raus oder so. Einfach nur, dass du einen Überblick hast. Mhm. Weißt du, was das X bedeutet? Das X? Ja. Bremst jetzt ein bisschen? Vorfahrt, ne? Das bedeutet rechts vor links. Genau. Nimm ruhig jetzt den ersten Gang, weil du auch Kupplung gedrückt hast, ist ja nicht kein Ding. Und dann schleifst du dich langsam wieder rein. Bedeutet gefährliche Kreuzung, also durch das Dreieck ist es halt ein Gefahrzeichen. Und bedeutet gefährliche Kreuzung mit rechts vor links. Okay, also das X heißt einfach rechts vor links. Genau, okay, haben viele Fahrschüler nicht mehr auf dem Schirm, weil man das Verkehrszeichen auch super selten sieht. Ja. Aber es heißt halt Achtung, aufpassen, rechts vor links. Ja, eigentlich Dreieck, rotes Dreieck kann man sich so merken, einfach aufpassen so. Genau. Kommen wir wieder einen neuen Fahrschüler ab? Nee. Ach, schade. Nein. Ich mag es irgendwie, Leute abzuholen. Ja. Also machen wir fast nie, weil in der Prüfung starten wir auch bei uns an der Fahrschule. Mhm. Und dann. Ja, macht Sinn. Fahren wir die erste aus dem Kreis wieder raus. Mhm. Und dann hast du schon von vornherein immer so diese Prüfungsstrecken drin, weißt du? Boah, guck auf sie. Mhm. Jetzt fahren wir weiter. Ich wollte eigentlich die erste raus, ist nicht schlimm. Oh, fahren wir eine große Runde. Oh, jetzt fahren wir die zweite raus. Okay, können wir auch machen. Mein Fehler. Alles cool, kein Ding. Ich dachte erst, verpasst weiter raus. So. Nein, scheiße. Sorry. Alles gut, wir fahren rechts weiter. Mach euch langsamer. Nimm mal den ersten zum Abbiegen. Ich sag dir warum. Weil diese Straße so rechtwinklig ist. Schulterblick hast du ja gemacht. Aber guck mal, fahr mich langsam weiter. Mit dem ersten hast du jetzt die Möglichkeit, auf das zu reagieren, vorsichtig hier rumzufahren. Mit dem zweiten schießt du hier rein und das ist super schwer. Ich zweite. Genau. Das war eigentlich mein Plan. Ich liebe diese Straße so sehr. Die fährt so gelassen, weißt du. Ich wollte hier unbedingt langfahren. Einfach. Okay, life is life. Aber denk dran, Kupplung, Bremse. Erster Gang. Weil sehen sie nichts rechts vor links. Oh Gott, du hast recht. Keiner ist perfekt. Kupplung, Stopp. Ausweichen geht nicht. True. Deswegen... Bist du hier? Auch. Deswegen super langsam durch diese kleinen Straßen fahren. Mhm. Also es ist viel, viel schwieriger, haben auch schon ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, viel schwerer 30 zu fahren, als irgendwie 70 oder 100. Weil da... Das ist sehr wahr. Weil da ist fast nichts los. Da fährst du geradeaus, musst ein bisschen auf Stoppschild achten. Okay.
Aber hier in so 30-Zonen, überall rechts vor links, abknickende Vorfahrtsstraßen. Ja, irgendwelche Gebüsch schon, so Menschen. Ja, genau. Alles nervig einfach. Ruhig zweite Gang. Jetzt hast du Glück, ich wollte eigentlich geradeaus. Das scheint aber heute irgendwie nicht möglich zu sein. Mhm. Ja, das war mein Plan. Dann fahren wir links weiter. Okay. Und auch hier wegen der Übersichtlichkeit und der Zeit würde ich dir den ersten Gang empfehlen. Ja. Das hieß Panel zwischen erstem und zweiten Gang, was du letztens meinst, ne? Genau. Oh, jetzt hast du genug Zeit, dann kannst du in Ruhe abbiegen und mit dem ersten Gang versuch nicht so loszuschießen, sondern trotzdem, auch wenn du ihn siehst, in der Kontrolle bleiben. Ja, ein bisschen Piano behalten. So. Genau. Dann fahren wir rechts weiter. Mhm. Gute Idee. Dankeschön. Ich habe vom Besten gelernt, ey. Langsam nochmal anbremsen. Genau. Guck mal, dass du jetzt einfach stoppst, damit er da in Ruhe raus kann. Wir können uns eh nicht so gut reinquetschen und jetzt langsam. Ja. Oh. Genau. Ja, was ein King, was ein King. Ja, die kennen sich hier aus. Wenn die hier durchfahren, wissen die, halt dich ruhig ein bisschen so. Du musst hier quasi mittig fahren. Du kannst hier gar nicht so fahren, als würdest du noch für irgendwen Platz lassen wollen, weil es diesen Platz gar nicht gibt. Das ist meine Straße hier. Ja, naja, wenn da gleich einer nach vorne kommt. Das ist unsere Straße. Guck mal, wenn du an dem vorbeifährst. Spiegel, Schulterblick, Blinker, ne? Hast du recht. Halt dich links, Blinker ruhig wieder aus. Diese Antick-Funktion kannst du dafür nutzen. Und wenn du jetzt zurückgehst, Spiegel, genau. Bisschen links rüber da. So, jetzt nimm dir Zeit, Spiegel, genau. Bisschen links bleiben. Es ist wirklich eng hier, ne? Noch weiter links bleiben. Noch weiter links? Ja, klar. Wow. Dann Spiegel gucken, Seitenblick. Hier wohnt mein Kollege. Sollen wir ihn abholen? Nee. Okay, schade. Erst wenn er hier Fahrschule ist, ne? Schläft doch bestimmt noch. Ach, sicherlich nicht. Nein? Nee. Der frühe Vogel fängt den Wurm, Mann. Das ist richtig, aber die wenigsten stehen um 5 Uhr auf. Also. Das war jetzt halt dich links. Macht klar, hier wieder reinzufahren. Der Mensch hat mir Angst gemacht. Links fahren wir weiter. Mhm. Rechts das Spiegel, ganz rechts rüber, weil es keine Einbahnstraße ist. Genau. Rechts vor links, also Augen da bleiben und nur schleifen. Jetzt gleich die Kupplung nicht fliegen lassen. Mhm. Jetzt mit der halben Kupplung hier rein. So, guck mal. Hey, smooth. Genau. Gibt es so Teil 2 von dem Video bei so 10.000 Likes oder so? 1 Million Follower? Bestimmt. Ach, ich mach das. Also viele Leute, die da zuschauen, haben da am Ende des Tages irgendwie selber was von, weil sie entweder Angst noch vor Fahrschule haben oder rechts fahren wir weiter. Oder selber Fahrstunden machen und dann nicht genau wissen, was geht. Und hier macht es wenig Sinn, dich rechts zu halten. Mhm. Hast du schon gehört? Der piept schon, weil ihm das ein bisschen zu nah war. Weil du, wenn hier ein Auto kommt, musst du eh stehen bleiben. Das war. Also fahr noch ein bisschen weiter links rüber, nimm den zweiten Gang und wir fahren normal quasi durch diese Straße, als wäre das fast eine Einbahnstraße. Mhm. Weil die alle hier so Käse parken. Wenn du jetzt in den Außenspiegel guckst, jetzt kannst du wieder ein bisschen rechts rüber gehen. Jetzt passt das auf diesem Stück. Mhm. Aber wenn da vorne gleich wieder ein paar Autos stehen, wieder linker Spiegel, dann gehst du halt wieder links rüber. Das macht Sinn. Ruhig weiter, wird weiter rüber. Genau. Und wieder Gas. Du kennst jeden hier irgendwie, kann das sein? Er hat bei mir Führerschein gemacht. Ach, wie süß. Fahr raus. Gut. Nicht ausweichen. Du kannst stehen bleiben. Oh, aber nicht hier drauf. Weil du musst dir als Konsequenz vorstellen, du weichst aus, ohne zu gucken, und hier ist ein Fahrrad, den klatscht du um. Okay.
Will ich nicht. Ich auch nicht. Da fahre ich lieber das Auto an. So. Ja, oder bleib stehen, das ist die beste Option. Ey, guck mal, zum Glück habe ich dich, ey. Ich dachte, ich muss irgendjemand anfahren. Dinge, die kein Fahrlehrer hören will. So. Nein, das gibt ja Karma-Defizit. Oh. Kann man gut sehen? Mhm. Siehst du hier gut? Nee, überhaupt nicht. Dann erster Gang. Ja, so stark. Ich kann man noch beschissener sehen. Aber gut gemacht. Ja, Dankeschön. Ruhig zweite. Auch wenn es nur ein ganz kurzes Stück ist. Und rechts weiter. Aber so sieht der Prüfer, du bist nicht schaltfaul, du kümmerst dich. Und wieder erster Gang. Dann lass dir super viel Zeit, beobachte weit nach links und taste dich langsam weiter rein. Das sieht sauber aus, ey. Wann haben wir eigentlich die nächste Fahrstunde? Ich muss noch die nächsten bezahlen erstmal, ne? Kann ich, ich weiß es gar nicht, muss ich in den Kalender gucken. Können wir gleich wieder einen neuen Termin machen, oder? Klar. Ja, perfekt. Na klar. Guck mal, wir fahren die nächste Straße rechts. Mhm. So, erstmal Fuß über die Bremse und jetzt entscheiden, ob du weit in die Straße gucken kannst oder nicht. Ja, sicher. Die sieht doch ziemlich groß aus, deswegen würde ich vom Gefühl her sagen, bleib im zweiten Gang. Mhm. Langsam rein, aber nicht die Kupplung drücken, weil sonst eiert er dir rum. Hast du gemerkt? Ja, ich merke. Spiegel abchecken. Good. Wenn du schaffst zu blinken, okay. Bleib links, ist ja keiner da. Dann musst du nicht wie so ein Fisch immer rein und raus, sondern kannst quasi draußen bleiben, auch jetzt, weil niemand kommt. Ja. Danach nicht beeilen, siehst du die Straße? Genau, Vorfahrt. Rechts vor links. Genau. Und da dann immer entscheiden, wenn du jetzt die Kupplung drückst, dann im ersten Gang. Also es gibt ja einen Grund, warum du die Kupplung drückst. Mhm. Du willst langsamer werden, als du bist. Und wenn dir das vom Gefühl her dann im zweiten Gang quasi zu viel ist, dann bist du im ersten. Zweite. Genau, und dann wieder Spiegel, und raus. Ja. Und dann fahren wir links weiter. Mhm. Bleib quasi mittig, langsamer, langsamer. Dadurch, dass du Gas gibst, verbaust du dir die ganze Zeit. Du musst erst wieder rechts rüber, dann in die Straße gucken, dass keiner kommt. Erster Gang, bleib nicht stehen. Erster Gang. Ja, und langsam rein. Oh. Richtiger Psycho. Ja, ich habe ihn ein bisschen genervt, glaube ich. Gut, aber dann einfach in der Kurve noch zu überholen, ist schon sportlich. Mhm. Soll man einfach ein bisschen Zeit lassen, ey, Hammer. Ich bin auch dabei, ey. Ja, dann fahren wir rechts weiter. Mhm. Ja, das sieht unübersichtlich aus. Direkt wieder Kupplung, Bremse, erste Gang. Direkt wieder Kupplung loslassen. Ja. Ja, nicht direkt. Die Kupplung kannst du loslassen. Du hast nur direkt auch noch Gas dazu gegeben. Oh. Und dann wupp, zieht er natürlich nach vorne. So, jetzt sagt der Prüfer zu dir, er sucht hier irgendwo eine geeignete Stelle zum Umkehren aus. Mhm. Dann können wir es hier direkt machen, oder nicht? Mach mal einen kurzen Blinker rechts und bleib mal kurz stehen. Einfach kurz Kupplung und Stopp. Nicht hier drauf fahren. Einfach auf der Straße stehen bleiben. Wenn du umkehrst, ne, weißt du noch, was die einfachste Möglichkeit ist, umzukehren? Nach hinten und dann so. Mhm. Ne? Genau. Deswegen fahr da nicht vorwärts rein. Klar, könntest du das machen, aber dann musst du da ja fahren hier rückwärts einmal. Das macht Sinn. Guck mal, wie breit das ist. Mhm. Keine Ahnung, 10 Garagen. Hier kannst du ja rückwärts locker drauf fahren. Du hast vorne genug Platz, brauchst dich um wenig zu kümmern und kannst da easy wieder rausfahren. Das macht ziemlich viel Sinn. Ist einfacher. Mhm. Du kannst auch das nehmen, ist egal. Der Prüfer lässt dir ja alle Optionen der Welt. Der sagt einfach, such dir eine Stelle zum Umkehren aus. Mhm. Das ist dein Job, du sollst dann umkehren. Ey, ich glaube, ich vertraue dir mal. Ja, okay. Okay. Super, Kamera wieder ausmachen. Ich muss erst mal gucken, dass das brauche ich doch nicht, ey. Nein. Langsam ein bisschen schleifen. Martin, ich kann gerade nicht sprechen, ich fahre Auto. Langsam und Stopp. Einfach direkt bremsen, dass er nicht wegrollt. Genau. So, und guck mal, wenn du jetzt rausfährst, ist ja alle Zeit der Welt, du kannst alles sehen, also gar keine Schwierigkeiten. Mhm. Wenn du da rückwärts raus musst, ist nicht so einfach, weil das du siehst auch hinter der Hecke gar nicht, kommen da Leute, kommen da keiner. Ich fühle mich echt gerade so übersichtlich. Ist so. Mhm. Blinken und dann ganz in Ruhe. Erster Gang und dann deine Tour hier zu Ende fahren. Ja, das hat mir gefallen. Es hat Spaß gemacht. Gut. Dann nicht vergessen, ne? Wenn du umkehrst, im Idealfall rückwärts rein.
Das ist die Aufgabe quasi, umkehren. Ja. Okay, bisschen Gas, zweiter Gang. Genau. Direkt wieder. Tack, tack, tack. Von mir aus wieder Erster. Dass du nicht so geschubst wirst, weißt du? Ja, das war gut. Hast dich konzentriert drauf, ne? Ja, ja. Das merkt man. Dankeschön, ey. Ah, kann antippen. So, jetzt bleib ein bisschen draußen. Muss jetzt halt pokern, weil für die paar Meter jetzt. Dann gleich rechts weiter. Und am Ende links. Okay. Mach jetzt schon alles klar. Warte nicht zu lange. Am Ende links, also Spiegel gucken, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker. Mach das erstmal alles fertig. Wenn du dann auf der Haltlinie stehst, also quasi jetzt, da erstmal stoppen und dann erste Gang. Nicht vorher, sonst hast du alles so. Ja, okay. Jo. Und dann schleifst du dich rein. Alle auf der Arbeit. Na. Und dann fahren wir rechts. Gönn dir auch schon Schulterblick, genau. Du hast Vorfahrt. Mache. Ach, stimmt. Das war kein X, das war diese Rakete. Ey, frag mal, der hat mich erwischt. Ja, das, also, denk das aber, war die Rakete, Mann. Das merke ich mir. Rakete ist Gutschein für einmal Vorfahrt, das ist alles cool. Aber Rakete heißt durchbrettern. Ungefähr so. Augen zu und durch. Rechts fahren wir weiter. Hier rechts, langsam, aber ich schon Kupplung. Siehst du diese Rakete hier, ne? Ja, ja. Ruhig schalten. Sonst muss den zweiten. Ja. Der dritte kackt dir ab hier. Oh. Oder der dritte war richtig. Wenn du den ersten nimmst, kriegst du noch die Motorbremse. Das, was dir jetzt passiert ist, passiert dir, wenn du dich nicht vorbereitest auf die Straße. Wenn du gedanklich den Fehler machst, dass du denkst, ah, ich fahre erstmal dahin und dann gucke ich mal, was ich da mache. Ja, deswegen vorbereiten. Ja, also der Prüfer sagt dir das ja immer rechtzeitig. Rechts, jetzt links, jetzt rechts, da die zweite raus, dritte raus, was weiß ich. Und dann musst du mal schauen, dass du schon, wenn der das sagt, weißt du, ah, da vorne, kannst du anfangen, schon gedanklich alles vorzubereiten. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblicke machen. Wenn es nicht zu weit ist, kannst du anfangen zu blinken. Dann hast du das schon mal erstmal fertig, weißt du? Geradeaus, wieder raus, genau. Und dann fahren wir hier links auf den Parkplatz. Check die Spiegel aus. Blinker, durch Kupplung, Bremse, erste Gang. Und dann lass dir Zeit. Wenn du sagst, vorne passt, ist gar kein Problem. Nicht weiterfahren, genau. Wenn du sagst, vorne passt, kein Problem, okay. Aber du bist da der Boss. Muss halt so entspannt wie möglich bleiben. Am besten die Kupplung quasi festhalten, wenn du hier drauf fährst. Viel lenken. Wieder runterdrücken die Kupplung, dass du nicht zu schnell wirst, weißt du? Dass du das selber kontrollierst. Und dann am besten vorwärts hier drauf. Wieder ein bisschen Kupplung, Kupplung runterdrücken, ein bisschen Kupplung. Dass du einfach damit arbeitest. Mit der Kupplung spielen, ne? Genau. Dann suchst du dir irgendeinen aus, mir ist egal welchen. Die Scheiße geparkt. Fahr doch noch vorwärts korrigieren. Okay. Ich glaube, den Rest muss ich jetzt rückwärts kontrollieren. Ja. Ich glaube, wie peinlich, dass er nicht parken kann. Chill. Ich weiß nur noch nicht genau, was du machen willst, was deine Idee ist. Willst du es mir erzählen? Willst du näher zu dem Auto oder weiter weg? Ich will so ein bisschen näher, weißt du? Also kannst du machen, aber du musst auch daran denken, du musst ja irgendwie noch entspannt aussteigen können. Ne? Also du kannst gerne näher an das Auto, aber ich du musst ja einfach an deiner Tür raus. So. Das geht auch. Ja. Ich mach das auch manchmal. Okay, näher, das wollen wir ja nicht, ne? Nee, also wenn du jetzt, ich sag mal, du siehst hier so eine Linie. Siehst du die? Ja.
Die wäre da auch. Ja, die ist da auch. Das ist, dann siehst du die Mitte vom Parkplatz. So, ja. Okay, dann schauen wir mal. Einfach ganz langsam rantasten. Machen wir so. Der Rückwärtsgang ist drin, aber es geht jetzt bergab. Und du hast dich quasi so nah an das Auto rollen lassen, dass es jetzt ein bisschen spannend wird. Du musst es quasi so machen wie berganfahren. Nur rückwärts. Bremse halten. Mhm. Ein bisschen Kupplung, bis du ganz leicht Druck merkst. Genau, das reicht schon. Ah. Dann geht er als ersten Move rückwärts. Okay, okay. Genau, ein bisschen langsamer. Hinten gucken. Mhm. Prüfer sagen immer, Fahrtrichtung ist Blickrichtung. Das heißt, du musst dich quasi immer umdrehen, wenn du rückwärts fährst. Wenn du alles andere abchecken willst, bleib einfach stehen dafür. Wieder nach hinten gucken. Ja. Ich muss kurz hinten finden. Ja, jetzt das sieht, korrigierst ja, du jetzt kommt es nach vorne. Und dann ist alles cool. Nice. Ey, Hammer. Gut. Wir haben es geschafft. Ja, warum nicht? Handbremse zieh an, dass wir nicht wegrollen. Cool. Und dann kannst du Schlüssel zurückdrehen. Wir können dann gerne reingehen und dann einmal gucken, wenn wir die nächste planen. Wenn wir die nächste haben, feilen wir quasi weiter daran, an dem, was wir heute gemacht haben. Ne? Dass wir gucken, dass du erste, zweite Gang da safe wirst und vor den Kurven quasi entscheiden kannst, nehme ich den ersten, nehme ich den zweiten. Genau. Ein bisschen langsamer bisschen planen, mit der Kupplung. So. Und dann ist für die kleinen Straßen schon alles cool. Das ist eigentlich das Schwierigste. Ja. Nachher Gas geben und das wird so laufen. Ja. Aber die kleinen Straßen, das trainieren wir dann beim nächsten Mal. Okay, gehen wir einmal rein und gucken, wann Elisa Zeit hat, wenn das passt. Gut, ich komme einmal mit rein.